Hallo und herzlich willkommen auf Jurella.de. Wir schauen uns nun weitere Aufgaben zum Thema Integrieren, Stadtfunktion bilden an. Wir haben hier zwei Integrale, die wir lösen wollen, wie sie auch im Abitur Baden-Württemberg vorkommen könnten als Aufgabe 2. Wir haben die Funktion 2 durch Wurzel x minus 1 und die wollen wir in den Integralgrenzen von 4 bis 9 bestimmen. Das heißt, wir schauen erstmal, was ist die Stammfunktion dieser Funktion, die hier drin steht. Eckige Klammer. Nun 2 durch Wurzel x, schreibt mal oben drüber, 2 durch Wurzel x ist ja nichts anderes wie 2x hoch minus 0,5 minus 1. Das heißt, so kommt es natürlich wesentlich einfacher, das Integral oder die Stammfunktion bilden. Die 2 bleibt stehen. X hoch minus 0,5, 1 erhöht, ist x hoch plus 0,5. Und vorne dran muss ich gerade 1 geteilt durch den Exponenten, also 1 durch 0,5. Und jetzt habe ich minus 1, minus 1 aufgeleitet, eine Zahl aufgeleitet, ergibt in diesem Fall 1 aufgeleitet x, das heißt, hier steht minus x. In den Grenzen von 4 bis 9 können wir hier noch ein bisschen vereinfachen. 2 mal 1 durch 0,5, das wäre 4. Das heißt, hier haben wir 4x hoch 0,5 minus x in den Grenzen von 4 bis 9. Setzen wir das ein. Hauptsatz der Integralrechnung, f von 9 minus f von 4. Also dort eingesetzt, 4 mal 9 hoch 0,5, könnt ihr auch schreiben Wurzel 9. Ja, x hoch 0,5 ist das gleiche wie Wurzel x. Dann minus 9. Und jetzt müssen wir das Ganze minus f, groß f von 4 machen. Also minus 4 mal, ja, die Klammern sicherheitshalber, sonst kann man hier manchmal Vorzeichenfehler machen. 4 hoch 0,5, also Wurzel 4, minus x, also 4. Okay, rechnen wir das aus. 4 mal Wurzel 9, das ist 4 mal 3, minus 9, also 12 minus 9 ist 3, minus 4 mal Wurzel 4, 4 mal 2 ist 8, minus 4 ist 4, also dann haben wir hier 3 minus 4, das entspricht minus 1. Soweit so gut, schauen wir uns das nächste Integral an. Jetzt haben wir ein Integral in den Integralgrenzen 1 bis e von 2 durch x plus 4x dx. Und jetzt wollen wir erstmal hier die Stammfunktion bilden. Auch hier können wir erstmal die Funktion 2 durch x ist 2x hoch minus 1 plus 4x dx, dass wir hier den Bruch nicht mehr haben. Und jetzt können wir das integrieren, Stammfunktion bilden. 2 bleibt stehen. Nun 1 durch x. 1 durch x aufgeleitet, 1 höher wäre 0, aber so funktioniert das hier nicht. 1 durch x aufgeleitet, muss man sich einfach merken, das ist ln x. Muss man sich einfach merken. Plus 4x, also 4 bleibt stehen, x aufgeleitet ist 1/2 x Quadrat, also 4 mal 1/2 x Quadrat, in den Grenzen 1 bis e. Das heißt, es steht da, wenn wir es nochmal aufschreiben, 2 ln x plus 2 x² in den Grenzen von 1 bis e. Setzen wir e ein, also wir wollen jetzt wieder f von e minus f von 1. Setzen wir e ein. 2 hoch ln e. Ln e löscht sich weg, ist 2. 2 plus 2x², also 2 plus 2e². Jetzt suchen wir f von 1. 2 ln 1 plus 2x², also 2 mal 1 ist 1, ist 2. Nun ln von 1, e hoch was ergibt 1? Ja, e hoch 0. Irgendwas hoch 0 ist immer 1. Das heißt, das fällt weg. Es bleibt stehen, 2 plus 2e ins Quadrat minus 2. 2 minus 2 fällt weg. Es bleibt übrig 2e². Das wäre also die Fläche, die die Funktion 2 durch x plus 4x unter den Grenzen 1 bis e bilden würde. Dankeschön.